Wenn man KI im Journalismus benutzt, hat man einfach ein weiteres Automatisierungstool im Werkzeugkasten. Man kann KI benutzen, um Texte und Grafiken zu automatisieren, und man kann diesen Output skalieren. Das heißt, man kann besonders viele Texte und Grafiken veröffentlichen. Man kann den Output auch personalisieren. Das heißt, man kann ihn auf die individuellen Interessen der User zuschneiden. Man kann KI benutzen, um Workflows im Newsroom zu unterstützen, und wir benutzen KI auch, um investigativ zu recherchieren. Das heißt, es gibt wirklich viele Anwendungsfälle für KI im Journalismus, sowohl für den Newsroom als auch für die User. Was KI definitiv nicht ist, es ist nicht dieser magische Feenstaub, den man über alles streuen kann und dann ist alles gut, was vorher im Journalismus schlecht war. Und es ist auch nicht diese große Bedrohung, dieser Robot Overlord, der uns allen die Jobs wegnimmt. Was man braucht im Newsroom, wenn man KI benutzt, ist jemand, der einschätzen kann, wie und wo man KI einsetzt. Deshalb haben wir beim Bayerischen Rundfunk das AI und Automation Lab gegründet. Das ist genau das, was wir machen.